Achso, dann muss ich ja noch einen weiter. So, damit hier ja quasi das Ding hinkommt. Was heißt quasi? Hier kommt das Ding hin. Ob du willst oder nicht. Dich hat hier nämlich überhaupt keiner gefragt. Sei froh, dass du hier zugucken darfst. Du undankbarer Schnösel. So. Du Hobelschlunze. Was ist denn eine Hobelschlunze? Tja, was eine Hobel ist, weiß ich. Muss man nur wissen, was eine Schlunze ist. Dann könnte man eventuell versuchen, sich das selber zusammenzureimen. Da ich aber nicht reimen kann, ist das schwierig. So. Ich kann nicht reimen. Deswegen werde ich lieber die Wand leimen. Wie kann ich denn hier das noch ein bisschen häuslicher gestalten? Ich hätte eine Idee. Aber das wäre ziemlich kühn. Ich muss nur mal gucken, ob das noch so hinpasst. Ja, passt. Ich würde das jetzt einfach nochmal wegbauen. Und mache hier nochmal kurz eine Aussparung quasi. Wenn man das so nennen mag. Das lassen wir dann hier so reinlaufen. Dann würde man das hier so rumziehen und dann könnte man würde ich das so machen? Wie lang denn? Theoretisch nicht mehr als 5. 3. Machen wir das mal so. Maximal. Kommen wir auf der anderen Seite da auch mit nichts in der Quere. Falls ich da doch schon die Ecke machen muss dahinter. Das sehen wir gleich. Kann ich noch nicht genau sagen. Machen wir das so. Ich setze mal kurz eine Fackel. Gar nicht lange fackeln und Fackeln setzen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann machen wir die Basaltsteine. Hier auch. Mache ich das rundherum. Ja, mache ich. Ich glaube, das sieht dann besser aus. Ne, dann darf ich hier die Ecke noch nicht machen. Wie sieht denn das aus? Ja, das sollte kein Problem sein. Sehen wir gleich. Warte mal, ich baue mich mal weiter kurz. Ich muss das jetzt mal ganz kurz alles abstecken. Und hoffen, dass wir hier nirgendwo rauskommen oder so. Und uns das Ganze hier ganz kompliziert machen. Da hier Dreck ist, gefällt mir das ganz und gar nicht. Könnte nämlich sein, dass hier irgendwas kommt, was hier überhaupt nicht zu sein hat. Aber das scheint einfach nur ein ganz einfaches Dreckvorkommen zu sein hier. So, das wären 1, 2, 3, 4, 5. Hier würde dann der nächste Pfeiler kommen. Hier. Ne? Jo. Setze ich mal eben ganz kurz. So, ich glaube, ich muss mal eben wieder was nach Hause schicken. Gut. Hätten wir das so. Und dann mache ich nochmal einen weiter. Mache ich mal 4. Erstmal. Das wären 3. Also noch einen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Marmor. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht wunderschön, meine lieben Freunde? So, dann hätten wir das hier so. Wie sieht das aus? Ja, nicht ganz mittig, aber passt. Kann man machen. Dann lassen wir das hier einfach langlaufen.
Dann ist das da hinten kein Problem. Da können wir hier alles ganz super rein, ganz super easy alles reinbauen. Ja, das passt. Dann würde ich hier nämlich gerne so eine schöne Sitzecke nochmal einrichten. Die natürlich recht eng ist, ne? Wenn man das hier ganz lang zieht. Also hier hinter dem Pfeiler so lässt quasi und das hier auch noch lang zieht. Würde das denn aussehen? Würde das denn aussehen? Ich weiß nicht. Das ist nämlich schon ein bisschen eng, ne? Ich lasse es erstmal so. Dann macht man hier irgendwas anderes hin. Oder man macht... ein kleines Fenster rein, macht das zu quasi und dann baut man sich hier hinten hin. Macht da die Sitzecke lang. Ha. Aber da hätte man das ein bisschen häuslicher hier, dann ist das nicht wie so ein Fabriksgelände, sondern schon so ein bisschen schön. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Die Sache wäre nämlich, also das Problem bei der ganzen Sache, ich mache mal einmal kurz Platz hier. 3, 4, 5. Das müsste eigentlich alles Basalt werden hier. Also ohne Ausnahme. So. Bauen wir mal den Basalt hier ein. Das wäre dann so. Dann würde ich hier mal eben kurz aufruppen. Ich bin gerade voll konzentriert, wie man merkt, wahrscheinlich. Da bin ich immer ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger. Denn das Ganze soll ja auch irgendwie klappen. Wir wollen ja hier so ein bisschen das Ganze wohnlich gestalten. Man könnte natürlich auch so ein modernes Fabriksgelände da reinbauen, aber das will ich alles nicht, weil das ja irgendwie so ein bisschen an den Stil hier, an dieses japanische Ortsgedöns passen soll. Dass sie hier irgendwie, weiß ich nicht, so eine Art Tempel oder so, den du in den Berg reingemeißelt hast. Wo die ganzen Mönche wohnen. Daneben die Riesenfestung. Da wohnt der Kaiser. Also ich. Da thront der. Der Olle. Würde man das hier so langziehen mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mache ich man das hier so? Ja. Und dann hier so. Und so und so. Und dann auch noch so. Reicht, ne? Dann vielleicht noch tiefer setzen? Ne, dann wird das zu groß. Wobei man hier natürlich dann das Ganze ein bisschen mit Absatz machen könnte, ne? Oh, das gibt's glaube ich nicht als Slabs hier, das Kokobolo. Könnte man mit Karmwitter machen oder so. Die einfach zu Slabs machen, aber nee. Das sieht dann nachher alles nicht aus. So, dann schicken wir erstmal den ganzen Rotz wieder nach Hause. Und dann... schauen wir mal.
Die könnte man dann aber was anderes nehmen. Irgendwie Wolle oder so. Als Boden? Kann man das machen? Sieht das aus? Ich weiß es nicht. Und das erste Mal, dass ich Zertusquarz sehe und es mir egal ist. Das ist schön. Wenn einem das egal sein kann, wenn man selber so viel hat. Vielleicht ist es ganz gut, dass so die Anfänge nicht ganz so alles drin sind in dem Let's Play. Ich halt auch sehr viel Offscreen gemacht habe und dann Let's Shows und sowas. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil da ja auch viele langweilige Sachen mit drin sind, die viele ja auch nicht sehen wollen unbedingt. So das ganze Gefarme und bis du da mal irgendwie in die Pötte kommst und sowas. Vielleicht ist das nicht schlecht. Vielleicht. Dann sind die ganz ersten Anfänge, wo man sich so niederlässt und was man so als erste Ideen hat und so, das ist vielleicht ganz gut. Aber dann so dieses fortschreitende Gedöns so ein bisschen weggehalten, sage ich mal. Und jetzt, wo es alles so ein bisschen vorangeht, weil die Ressourcen da sind und sowas, da fängt es ja vielleicht an, wieder interessant zu werden. So stelle ich mir das jetzt vor. Keine Ahnung. So, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 28 und die 32. So. Das war die Absicht, dass ich hier erstmal die Steine loswerde und dann schon mal ein bisschen Ruhe habe hier. Gut, dann machen wir die Decke erstmal fertig, ne? Ist auch nichts offen, also mir kommt hier nichts entgegengeflogen. Das ist auch schon mal ganz gut. Das ist herzallerliebst, ist das. Da wird der Johnny Banana in der Pfanne verrückt hier. Da bekommt der Wolf im Schafspelz Riesenaugen von Neid. Ist nämlich nur so ein billig Schafspelz. Wahrscheinlich nicht mal echtes Schaf. Irgendwas von Kick für 4,99 gekauft. Und gedacht, hey, sieht gut aus. Sieht's eigentlich nicht, aber der hat einfach keinen Geschmack. So. Dann bauen wir mal den Cocobolo ein. Was man auch machen könnte, wäre das mit ganz speziellen Akzenten versehen. Also diese Kirschrahmen hier weiter hier oben weiterziehen. Aber das passt hier nicht hin. Kann ich so schon sagen. Hier könnte man das eventuell machen. Da wir da ja eine Raumbegrenzung haben. Um Kontrast zu schaffen. Aber ansonsten macht das wohl keinen Sinn. Gut. Soweit, so gut. Ich hätte gerne rote Wolle. Also wirklich, wirklich, wirklich gerne. Haben wir denn zufälligerweise Wolle da? Oder Farbstoff? Wolle wäre kein Problem. Vermutlich ist Farbstoff ein Problem. Ich habe 6 rote Wolle. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen sehr wenig, wenn du mich fragst. Rosenrot habe ich auch nicht, ne? Nee. Was macht man denn da? Eigentlich müsste ich mal eine Schaffarm aufbauen. Naja, was heißt Schaffarm? Wollefarm, so.